Seit einem Jahr habe ich diese Apple Watch Nike Edition gekauft als Sportuhr, sprich, dass ich während des Sportelns den Puls angezeigt bekomme. Die Pulsmessung funktioniert auch sehr gut, aber immer nur dann, wenn ich keinen Sport treibe. Gemessen wird da hinten, das ist jetzt schwierig mit einer Hand filmen und Uhr weghalten, optisch mit grünen Leuchtdioden. Ja, ich habe die Uhr halbwegs fest um, ich habe schon alle Kombinationen durchprobiert. Sehr fest, weniger fest, lockerer, locker, am linken Handgelenk, am rechten Handgelenk. So, selbst die Haare habe ich mir testweise wegrasiert, hat alles nichts geholfen. Sobald ich sportle, also sobald der Puls weiter hinaufgeht, zeigt sie einfach nichts mehr an, ist der Wert immer ausgegraut. Jetzt einmal da ein bisschen Bewegung machen. Damit der Puls ein bisschen höher wird. Anfänger beim Trial. Und ich mache das Mountainbiken und Kitesurfen. Ich muss das eine Zeit lang machen, damit der Puls auch wirklich ein Stück rauf geht. Wobei so die ersten 5 Minuten beim Sporteln oft noch richtig angezeigt wird. So, also. Da. Wert ist ausgegraut. Bei 116 stecken geblieben. Die grünen LEDs sind immer noch an. Sie will noch messen. Zeigt es auch mit dem roten, mit der roten Herzanimation. Ja, und wenn ich eine 5 Stunden Mountainbike-Tour mache, sehe ich 5 Stunden lang den Pulswert ausgegraut. Außer ich mache eine längere Pause oder wenn ich mit dem Auto wieder zurückfahre, dann funktioniert wieder die Pulsmessung. Aber solange ich sportle, zeigt die Sportuhr Apple Watch 2 Nike Edition den Puls leider Gottes nicht an. Tada, also das bleibt stundenlang eingefroren auf dem letzten Wert, den sie erfasst hat. Also mehr als 116 konnte sie einfach nicht messen. Alles drunter geht. Also wenn ich am WC sitze, sehe ich den Puls. Wenn ich im Bett liege, sehe ich den Puls. Wenn ich vorm Computer sitze, sehe ich, welchen Puls ich habe. Alles ungemein praktisch, nur dann, wenn er mich interessiert, der Puls, nämlich beim Sporteln, sehe ich ihn nicht. Seit einem Jahr telefoniere ich mit Apple. 3-mal ist sie schon getauscht worden, 1-mal sind irgendwelche Protokolle installiert worden, wo ich dann hunderte Megabyte an Daten an Apple geschickt habe. Ja, obwohl es jetzt 4 vergebliche Reparaturversuche gab, weigert sich Apple, eine Wandlung durchzuführen. Wandlung ist ein juristischer Begriff. Das bedeutet, dass das Geschäft rückgängig gemacht wird. Sprich, ich schicke die Uhr zurück und bekomme mein Geld wieder. Das Gesetz sieht dann Wandlung vor, wenn ein Hersteller oder Händler es innerhalb von 3-mal nicht schafft, ein defektes Produkt zu reparieren. Und das ist eindeutig defekt, weil die Hauptfunktion funktioniert nicht. Die Hauptfunktion einer Sportuhr ist es, den Puls anzuzeigen.
Anfänger mit dem Trailfahren. So. Aber Mountainbiken, das mache ich schon seit über 30 Jahren. Immer noch 116. Tja. Ja, anfangs dachte ich, dass die Uhr Probleme hat, wenn sich das Handgelenk bewegt, sprich wenn da Vibrationen drauf sind. Beim Mountainbiken gibt es Vibrationen, wenn man mit Trail-Fahrrad fährt, natürlich auch. Bis ich dann mal mit meinem Geländeeinrad unterwegs war, auf einer Forststraße, Handgelenk gemütlich, relaxed runtergehalten. Ja, genau das Gleiche. Deshalb glaube ich, dass ich das Problem jetzt soweit analysiert habe, sobald der Puls ein bisschen höher ist, so über 100, 120, zeigt sie nichts mehr an. Und ja, ich habe, also sie misst hier immer noch, grüne Lampe leuchtet. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also wie gesagt, seit einem Jahr telefoniere ich mit Apple, da jetzt bald die Garantie abläuft, immer öfter, heute schon über eine Stunde. Und Apple ist so überheblich und präpotent, die wollen einfach nicht die Uhr tauschen. Einer hat gemeint, er tauscht sie zur Apple Watch 3. Da habe ich gesagt, na gut, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, probiere ich es halt mit der 3er, vielleicht funktioniert die besser. Dann kam nichts, jetzt heißt es nein, da muss ich aufzahlen. Ja, jetzt habe ich da unglaublich viel meiner Zeit investiert, um Apple zu ermöglichen. Ja, jetzt zeigt sie an, ist der Puls niedrig genug, um Apple zu ermöglichen. Also 130 kann sie gerade noch messen, das Ding zu reparieren. Und dann soll ich auch noch draufzahlen, na sicher nicht. So, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Bewegung mache, dann wird der Puls wieder nicht angezeigt. So, wieder ein bisschen Bewegung gemacht und wie zu erwarten, wieder keine Anzeige des Pulses. Also es wird zwar als Sportuhr verkauft, tatsächlich handelt es sich bei der Apple Watch Serie 2 Nike Edition jedoch um eine Anti-Sportuhr.